Hey Leute, was geht? Hier ist der Toki, willkommen zum Video. Heute schauen wir uns die neuen Waffen und Thermalvisiere an, die mit dem letzten Update ins Spiel gekommen sind. Beginnen wir mit den Thermalvisieren. Da gibt es drei verschiedene Versionen. Einmal mit 1,25-fachen Zoom, einmal mit einem 2,5-fachen Zoom und einmal mit einem 6-fachen Zoom. Auch von der reinen Optik unterscheiden sich die Varianten leicht voneinander. Beim 1,25er Zoom, was so ein bisschen die Nahkampfvariante ist, gibt es einen leichten lila Stich. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an eine Wärmebildkamera, auch wenn es das natürlich nicht ist. Der 2,5er Zoom ist dann wieder sehr klassisch gehalten, in schwarz-weiß, wie man es einfach so kennt. Beim 6-fach Zoom gibt es dann bei den hervorstechenden Objekten einen leichten Gelbstich. Apropos hervorstechende Objekte, das sind natürlich zum einen ganz schlicht die gegnerischen Fahrzeuge und Soldaten, aber auch Ausrüstung und Gadgets werden markiert. Das gilt selbst für die fallengelassene Munition von getöteten Gegenspielern. Wie angekündigt, könnt ihr mit den Thermalvisieren nicht durch Rauch hindurchschauen, der durch Spieler erzeugt wurde. Rauch, der aus anderen Gründen auf der Map entsteht, ist hingegen sehr wohl durchsichtbar. Um die Thermalvisiere spielen zu können, müsst ihr sie erst einmal bei den einzelnen Waffen freischalten. Dabei stehen die drei verschiedenen Varianten nicht für alle Waffen zur Verfügung. Bei den SMGs gibt es zum Beispiel nur die 1,25er Variante. Das Ganze hängt logischerweise damit zusammen, für welche Distanz die Waffen ausgelegt sind. Bei den Snipergewehren hat man dann halt den 6-fachen Zoom. Um die Visiere freizuspielen, müsst ihr immer entweder Kills im Visier machen oder Kills mit Headshots. Beides ist nicht besonders schwer und sollte relativ leicht im normalen Gameplay zu erzielen sein. Für den Granatwerfer von Zane gibt es jetzt übrigens auch eine Thermaloptik. Die muss man allerdings nicht extra freischalten, sondern ist jetzt standardmäßig drauf montiert. Wie stark die Thermalvisiere jetzt vom Gameplay-technischen sind, kann man drüber streiten. Dadurch, dass man halt nicht durch Smoke-Granaten durchsehen kann, bekommt man nicht wirklich einen Vorteil. Andererseits kann man den berühmten Buschcamper mit den Thermalvisieren doch um einiges besser sehen. Der größte Nachteil ist einfach, dass man relativ schnell einen Tunnelblick bekommt und das ist meistens nicht besonders gesund. Darum werde ich wahrscheinlich auch eher seltener mit den Teilen herumlaufen. Allerdings bin ich auch nicht repräsentativ für die gesamte Spielerschaft. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Leute sehr viel Spaß mit den Dingern haben werden. Und von der reinen Umsetzung her muss ich hier wirklich ein großes Lob an DICE aussprechen. Die Visiere sehen optisch klasse aus und fühlen sich auch richtig gut an. Einen Daumen nach oben von mir an dieser Stelle. Machen wir weiter mit den neuen Waffen, die jetzt aus Portal in das Hauptspiel integriert wurden. Die erste im Bunde wäre da die Emter als Sturmgewehr. Um sie freizuspielen, müsst ihr 100 Kills oder Assist mit der A91 machen und noch 50 Kills mit Sturmgewehren auf einer Distanz von mindestens 25 Metern. Die Emter besitzt eine Feuerrate von 900, was für Battlefield 2042 Verhältnisse wirklich sehr viel ist. Dafür ist der Schaden leider für ein Sturmgewehr überhaupt nicht gut. Sie besitzt einen Maximalschaden von 24, das bedeutet, man braucht immer mindestens 5 Buddyhits, um einen vollen Gegner zu killen. Nach 10 Metern fällt dann bereits zum ersten Mal der Schaden ab auf 21 und ab 30 Metern macht man nur noch 18. Das relativiert die geile Feuerrate leider ziemlich. Obendrein ist sie nicht besonders leicht zu kontrollieren, sie besitzt ein ziemlich ekliges Rückstoßmodell, das zur Seite und nach oben geht. Gerade auf höherer Distanz ist es nicht leicht, die Gegner zu treffen. Also orientiert sie sich eigentlich nur im Nahkampf, dort ist sie dann auch nicht schlecht, obwohl ich ganz offen sagen muss, dass sie mich auch dort nicht vom Hocker gehauen hat. Man kann sie übrigens auch im Salvenschussmodus spielen, was jetzt nicht für jedes Sturmgewehr gilt, allerdings fand ich sie da auch nicht wirklich besser. Persönlich war ich tatsächlich sehr froh, als ich sie wieder weglegen konnte. Machen wir weiter mit der PP2000 als SMG. Sie besitzt eine Feuerrate von gerade einmal 650. Schadenstechnisch reißt sie leider auch keine Bäume aus. Ihr Maximaldamage liegt bei 26, der fällt allerdings schon ab 15 Meter wieder ab. Dann macht sie nur noch 22 und ab 20 Meter schon nur noch 18. Also auch hier hat man einen extrem schnellen Schadensabfall. Das alles zusammengenommen ermöglicht leider keine gute Time to Kill. Immerhin, man kann mit ihr ein erweitertes Magazin ausrüsten von 42 Schuss, das ist für eine Portalwaffe eher ungewöhnlich und auch der Rückstoß ist absolut okay. Darum ist es nicht schrecklich mit ihr zu spielen, allerdings fehlt ihr einfach der Wumms, das muss man so klar sagen. Wenn man da denkt, wie zum Beispiel eine PP29 reinhaut, ist das eigentlich ein Witz. Darum bin ich mir auch sicher, dass auch sie nicht besonders viel gespielt werden wird. Als letztes gibt es dann noch die EMR als Präzisionsgewehr. Die spielt sich als Einzelschusswaffe natürlich ganz anders. Sie besitzt im Normalfall einen Maximalschaden von 42, der auch nur sehr langsam abfällt. Auf einer Distanz von 100 Metern macht man immer noch einen 35er Hit. Das bedeutet, man braucht eigentlich immer 3 Buddy Hits für einen Kill. Also so sollte es zumindest sein, wenn da jetzt nicht mal wieder einen kleinen Bug mit reinprogrammiert hätte. Wenn ihr nämlich den Schalldämpfer bei der EMR drauf tut, erhöht sich massiv der Schaden. Sie besitzt dann einen Maximaldamage von 75, das bedeutet auch, dass ihr One-Shots auf den Kopf verteilen könnt. Und das auf einer Distanz bis zu 40 Metern. Und auf dem Buddy braucht ihr dann halt immer nur 2 Schuss.
Das klingt in der Theorie extrem stark, was es an sich eigentlich auch ist. In der Praxis hilft es einem aber gar nicht mal so extrem. Der Schalldämpfer zieht nämlich dermaßen die Kugelgeschwindigkeit runter, dass es wirklich eine einzige Qual ist, damit Gegner zu treffen. Obendrauf kommt dann noch ein ziemlich heftiger Rückstoß nach oben. Also ich hatte da wirklich mega Probleme, die Schüsse zu connecten. Und wenn man nicht richtig trifft, bringt einem der beste Schaden nichts. Zusammengefasst sieht die EMR aus wie Tarzan, spielen tut sie sich leider wie Jane. Allerdings konnten mich alle drei Waffen nicht überzeugen. Sie sind halt einfach nicht gut, eher schwach, das muss man so klar sagen, und bieten auch überhaupt kein besonderes Gameplay. Dementsprechend gibt es aus meiner Sicht auch keinen wirklichen Grund, sie zu spielen. Aber das ist ja nur meine bescheidene Meinung, vielleicht gilt es ja nicht für euch da draußen und ihr habt extrem viel Spaß mit den Waffen. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag, haltet die Ohren steif und haut rein!